Dankeschön. Also darf ich zu sehr später Stunde noch einmal hier im Allianzstadion, das heute Weststadion heißt, begrüßen. Unser Kapitän als Erster, der Trainer folgt dann direkt im Anschluss. Maxi, herzliche Gratulation. Vom Ergebnis her ein sehr klarer Sieg gegen eine ukrainische Spitzenmannschaft. Eine kurze oder gerne noch längere Analyse von dir zu diesen 90 Minuten. Ja, prinzipiell sind wir natürlich überglücklich, dass wir auch in der Höhe gewonnen haben. Es war ein brutal intensives Spiel, also man hat gemerkt, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Vor allem offensiv haben sie uns doch vor einige Probleme gestellt. Aber ja, es war im Endeffekt ein brutaler Fight von uns, ein richtiger Europacup-Fight, wo ja, das Quäntchen Glück auf unserer Seite war, wo wir in den richtigen oder wichtigen Momenten dann das Tor gemacht haben und hinten, ja, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Die haben wirklich, wie ich schon gesagt habe, echt starke Truppen, wo das einfach dazugehört. Aber im Großen und Ganzen war es von uns Steigerung auf jeden Fall zu den letzten Spielen. Wir wissen natürlich, dass spielerisch noch immer Luft nach oben ist, aber ja, wie ich schon gesagt habe, geiler Europacup-Fight, auf den wir aufbauen können, und ich glaube, eine echt gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Vielen Dank, Max. Darf ich euch um Fragen bitten, so es welche gibt. Und Christian, es gibt ausnahmsweise für dich ein Mikrofon, die nette Dame bringt es. Christian Hackl, der Standard. Kann man sagen, dass ihr irgendwie dann ein Meister der Effektivität, das ist auszubringen, wart? Ich meine, es war ja in meiner Welt ziemlich ebenbürtige Mannschaften und trotzdem geht die Partie 3:0 aus. Ne? Das ist ganz einfach die große Stärke gewesen. Ja, also Effektivität, das ist einfach in so engen Partien brutal wichtig. Natürlich mit der bisschen Pech, was wir vielleicht in der einen oder anderen Partie auch schon gehabt haben, geht es dann in die andere Richtung, die Partie. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben in den entscheidenden Phasen zugeschlagen und einfach das Tor erzielt. Und hinten in der einen oder anderen Situation dann entweder der Strebe oder noch ein letzter Fuß dazwischen. Aber wie ich schon gesagt habe, es war ein richtiger Fight, wo jeder sich reingehaut hat. Das muss auch so sein. Aber ja, es ist erst die halbe Miete. Also es wird dort sicher ein genauso schweres Spiel. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder so einen Fight am Platz bringen, weil sonst kannst du auch schnell in die andere Richtung gehen. Das haben wir gesehen. Aber ja, wir waren brutal effektiv. Aber das ist in so engen Partien natürlich ausschlaggebend. Dankeschön. Bitte. Alex, seht ihr es richtig? Alex Hof, gleich daneben bitte der junge Mann vom Kurier. Junge Mann, sehr junge Mann. Im Vergleich zum Herrn Hackl sind alle jung. Max, es ist wahrscheinlich schwer, jetzt einen Spieler herauszunehmen, aber nachdem er wirklich seit Wochen, glaube ich, sehr gut spielt und heute auch wirklich auffallend viel gerettet hat, wie erklärst du die Steigerung vom Leo Greimel und wie angenehm ist es momentan neben so einem Nehmer, wo man weiß, er verhindert fast alles, was irgendwie halt ein Verteidiger verhindern kann? Naja, überragend wichtig. Der Leo ist, das war er schon auch in den letzten Jahren, defensiv eine brutale Maschine. Also manchmal war er vielleicht in den letzten Jahren noch ein bisschen zu forsch, weil er das eine oder andere Foul zu viel gemacht hat, aber er ist in den Duellen defensiv, ist einfach eine Macht. Und das ist in so Duellen, wo du halt dann viele 1-gegen-1 Duelle gegen die schnellen Spieler hast, natürlich vom Vorteil, wenn du da einen, so einen guten Zweikämpfer hast. Und das hat uns heute natürlich richtig viel geholfen, weil er, wie du schon gesagt hast, richtig viel da hinten blockt hat, Duelle gewonnen hat. Aber mir taucht es natürlich brutal für ihn. Er ist so ein leichender Kerl. Waldviertler Baum so richtig und der alles weghaut. Also taugt mir für ihn. Ja. Danke sehr. Bitte dann Philipp Lautischer darf ich noch bitten. Vom Sky bitte eine Reihe weiter vorne. Philipp, wir müssen nur schauen. Philipp, wir müssen nur bitte wieder. Es gab eine Schrecksekunde, wie du zu Boden gegangen bist und am Ellbogen ein bisschen Probleme hattest. Ist das soweit in Ordnung? Und grundsätzlich zur Kadersituation, es kommen ein paar Spieler zurück. Wie siehst du da die Situation? Entspannt sich das personell ein bisschen? Ja, während der Aktion war es schon ein brutaler Schmerz. Also ich glaube, jeder, der mal irgendwie so am Ellbogen geflogen ist oder was, das ist so ein richtig schierer Schmerz und war fast das ganze Spiel, die ganze Hand taub, aber zum Glück brauche ich die Hand jetzt nicht so zum Spielen, aber trotzdem ist was nicht angenehm. Aber das sollte jetzt nicht irgendwie hindern sein für die nächsten Tage und Wochen. Und ja, Kadersituation, so wie es der Trainer schon gesagt hat, die drei Spieler, die wir auch heute wieder gesehen, sind einfach irrsinnig wichtig für uns und geben uns mehr Qualität, mehr Breite, auch mit den Wechselspielern. Natürlich ist das
wirklich, wirklich was Gutes für uns und tut uns als Mannschaft richtig gut, weil man eben dann auch mehrere Optionen wieder hat in den intensiven Wochen. Von dem her, ja, richtig gut und ich hoffe auch nach der Länderspielpause, dass dann Dibi Schobit jetzt bei der Zweier wieder richtig, richtig hart trainieren am Comeback dann auch wieder Optionen werden. Also es schaut schon gut aus von der Qualität jetzt im Kader, wenn natürlich alle hoffentlich verletzungsfrei bleiben. Das hoffen wir natürlich, das kann immer passieren, aber wenn es so wie es jetzt gerade ausschaut, ist dann schon eine Erleichterung von den letzten Wochen. Ja. Danke sehr. Dann machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir mit dem Trainer wieder.